3, 2, 1, aufladen. 3, 2, 1, klappeln. Das hat geklappt. Nein. Nein. Soll ich? Ja. Ich überlege, ob ich mich da rechts vorbeischleichen kann und da hinten noch welche weglöppeln. Ich glaube, das ist anders zu eng. Also ich stehe jetzt direkt vor einem. Hey, hier sind so Zweiergrüppchen. Die soll... Ist ja gut. Nicht, wer wird denn nicht, sich hier direkt aufregen? Ja, die regen sich alle ein bisschen auf. Einer ist da aber ganz aufgeregt. Ja. Yeah. Ich bin bei dem anderen. Ja, ich hab so halben Kontakt. Ja, soll ich die anderen bin dran? Und ich würde sagen, sink mal den Rest. Sink mal den Rest und zähl dann an. Sleepers, don't wake them. Okay. All their friends will be in deep shit. 3, 2, 1, aufladen. 3, 2, 1, klappeln. Das hat geklappt. Nein. Nein. Soll ich? Ja. Ja. Hä? Alter. Ja, verdammt. Lade nach! Lade schneller. Komm. Schieße links, schieße rechts. Irgendwann kann ich mir einen fallen lassen. Okay, Raum clear. Ja, würde ich auch sagen. Yay. Jetzt kann man aber die Kiste aufmachen, ohne dass jemand aufwacht. Sterbe, ihr Narren. Nein. Ah, ein Lockmelter. Yay. Den können wir ja direkt dafür verwenden, die Kiste leise aufzumachen, bevor jemand aufwacht. Aha, aha. Ach, ich wollte da hoch. Du hast noch ein Key drin. No, das ist doch auch okay. Fuck. Alles gut hier. Situation clear. All fucked up. Situation clear. Wir haben ein Reaktorleck. Wir haben ein Reaktorleck. Ich glaube, für einen war es nicht laut genug. Ich hoffe, sich. Was? Der hat einen Schlaf wie ich. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Bin leidenswert. Jeden zur Tür. Achso. Ja, ich habe nachgeladen, das ist gut. Hui! So. Ja, diese Tür müsste geöffnet werden. Okay. So, mach mal auf. Otterlicht. Ach ja, das ist dein. Wir wissen alle, dass du in diesem Raum lieber Licht anhast, aber. Noch ist schwierig. Wobei gerade eben da draußen die Party war, naja. Name ist Golis. Was gab's heute bei dir zu essen? Maultaschen-Brokkoli-Auflauf. Das klingt gut. Ja. Oh, geil. So kann man es auch umschreiben. Aber ich würde behaupten, die akustische Analyse sagt, hier ist nichts. Ja, würde ich auch behaupten. Boring. Na dann, Raum plündern, Blackie ins Loch schicken. Warum muss ich ins Loch? Ach nein, du musst eine Energy Cell haben. Ach, vergiss es. Ich habe nur den Bulkhead. Ich habe hier einen Tool Refill. Aber Pack. Aber was? Und ich höre irgendwo eine Nvidia. Du hörst eine Nvidia? Ja, ich höre hier irgendwie. Das ist keine Nvidia. Ist doch eine sehr alte.
Vielleicht ist es ja auch noch eine Matrox. Wer weiß. Ja, vielleicht ist es die, wann war das? EVGA? EVGA, genau. 8800, die war so abartig laut, die GT. Hm. Okay, dann warst du auch. Aber sie war günstig. Ja, irgendwo muss der Preis ja hin. Der Preis ist heiß, deswegen braucht er einen großen Lüfter. Du hast hauptsächlich Lüfter gekauft. Und ein bisschen Grafikkarte. Dünnes Tag und nachher noch Mandeln, die ich mir auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe. Oh, gebrannte Mandeln, hoffe ich. Habt ihr denn inzwischen die Nvidia auch gefunden? Nope. Nö. Willst du sie einlegen? Nachdem wenn du gerade runtergekrallt hast? Da wäre ja. Ich gehe mal hier unten ins Loch und guck mal, ob da sie irgendwo rumschwirrt. So. Healthpack. Ah, Moment. Healthpack, das Ding kann man doch direkt verteilen. Und Dex? Ja. Oh, sehr okay. Gut. Nein, danke. Ich habe auch Ammo-Pack. Möchte das jemand? Dex, komm mal her. Nee, lutz ich bei mir noch nicht. So, also wir hätten Strom. Das ist doch angenehm. Ich mag mein Leben mit Strom. Oh, weil wir weil wir gerade so schön dabei sind, apropos Strom. Am Sonntag geht es ab 14 Uhr ins Zeitalter der Gaslaternen. Und zwar nach Arkham. Zum Cthulhu-Rollenspiel. So, wir sollten Dinge vorbereiten. Schnapp dir mal dieses Turret bitte und stell's vor die Tür. Kann ich nicht. Dann stellt's am besten jemand dahin, der... Wäre da kontraproduktiv, weil das ist das Sniper-Ding. Okay. Weil große Entfernung und so. Ja. Auf jeden Fall machen wir jetzt die Tür zu und verkleben sie. Ja. Ja. Gut. Sonst ist... Gut. Schießt ja nicht durch die geschlossene Tür durch. Gut. Nö, das tut's nicht. Apropos, ich glaube, wir müssen kurz vorher nochmal meinen Charakter... Weil ich glaube, ich habe noch ein, zwei... Noch. Ja, dann sind wir halt 7 Minuten vorher dran. Das ist ja nicht das Problem. So. Ist okay, wir haben's. Die ganze Tür hat er voll gemacht. Text, wir gehen. Ja, ich habe die ganze Tür voll gespritzt, tut mir leid. Vor Freude. Ja, so ist das. Alter Mann. Hui. Hui. Wie frech. Hallo. Du musst es durchgekommen. Was Größeres, glaube ich. Nee, nee, noch hält die Tür. Du kannst die theoretisch nochmal bespritzen. Soll ich? Ja, komm mal an. Jetzt nicht mehr. Ja, gut. Okay. Das war aber, sind da nur nicht viele durchgekommen. Ja, nee, wir hatten schon mal größere Probleme dabei. Ja. Darf ich dir vielleicht mal eins mit? So, gut. Wir wissen ja, wie man diesen Raum cleart, also diese Tür. Das haben wir, glaube ich, 30.000 Mal gemacht. Also gefühlt waren es schon mehr. Soll ich die Tür aufmachen? Ne, ich warte noch auf den Otter. Gefühlt waren schon ein, zwei Mal mehr. Da hier rechts steht direkt einer der Kandidaten. Wir haben ja eine Situation. Ja. Was für eine Situation? Musst du vorher aufs Klo? Das sind Schleppers. Also wenn du hier Schlüpper verteilst, dann mach das gefälligst in deinem Stream. Was? Ich habe einen Schlüpper gekriegt. Es sei denn, ich krieg Prozente von dem Merch. Willst keine Blackie-Schlüppis haben?
Ich will nur Teile davon, nämlich den monetären Teil. Wow. Wow. Aber meine Schlüppis sind schon blecki. Alter! Besser Schnupper als fette Schwätze. Es ist so falsch. Alles. Was macht ihr da hinten? Ich bin die Treppe runtergegangen und genau unter der Treppe saß einer. Ja gut, das ist natürlich auch schwer zu sehen. Ja, ich habe da unten geguckt und nichts gesehen. Da war ja mein scheiß Körper im Weg. Ja, ich habe mich gerade fett genannt. Ich schieße mich selber in den Arsch, okay? Ey, das war kacke. Dex hat sich gerade selber fett genannt, oder? Mhm. Ja, ich darf das. Ich schieße mir auch selber in den Arsch, aber wenn ich es hinkriege. Also, du musst einfach das nächste Mal die Treppe runtergehen und runterkommen. Ist gerade ganz leicht. Ich habe übrigens Glowsticks gefunden. Juhu. Sonst ist hier nichts, oder? Langweilig. So. Wir brauchen, glaube ich, ein Terminal, oder? Nee, das kommt erst im nächsten Raum. Wahrscheinlich mit dem Scouter. Die Frage ist halt, ach, ihr wollt noch einen extra Raum nehmen? Okay. Dann nehmen wir den extra Raum. Mir ist das egal. Ich bin eh nur noch halb tot. Zieh nicht weiter, ich bin mir nicht sicher. Hier sind auf jeden Fall extra Gegner. Und kein Scout, das ist schlecht. Dran. Let them snooze. That way we can stay out of trouble. Bin an Stehfried. Gut. 3, 2, 1. Aufladen. 3, 2, 1. Klappeln. Der Hinter ist aufgewacht. Soll ich? Ist noch einer. Da war im Dunkeln noch einer. Ja. War das passiert manchmal im Dunkeln. Ein Healthpack. Hat eine interessante Ammo. Ach komm, Dex kriegt eine Ladung. Ja, so eine Ladung kannst du mir reindrücken. Dann bin ich der Nächste. Ja, also Ammo würde ich auch nehmen, wenn noch da ist, aber... Ja. Wenn du was übrig hast, gerne, aber Zweifel. Ja. Zweifel nehme ich halt keine. Weißt du, was das Schöne ist? Hier hinten ins Dunkle, da geht's auch in den richtigen Raum. Schön wäre, wenn ja jetzt ein Raum kommt, da ist ja eh nie einer. Nicht, dass das schon mal passiert wäre, aber... Ja. Aber so gut kennt er sich hier in dem Raum nicht aus. Und wir haben einen Scout. Ja, ich sehe ihn. Aber dafür erstaunlich wenig andere Leute hier. Soll ich? Ja, mach. Irgendwas ist aufgewacht. Oder? Da kommt's. Es kommt noch was anderes. Da kommt's. Auf die Idee hätte ich vorher kommen können. Bestmann. Ja, ist egal. Ist ja nicht schlimm. Richtig. Wir wollen ja keine Perfektion abliefern. Das schaffen wir sowieso Richtig. Nicht. Wir wollen Dex ja nun mal durchs Level führen, damit er auch mal Spaß hier hatte. Oh yeah, noch ein Logmelder. Oh yeah. Oh yippie yeah. Schmeiß den Lockmelder aus dem Fenster. Wir brauchen Platz zum. Das macht man mit denen. Mhm. Ich glaube, die Lockmelder sind ganz gut, wenn du durch irgendwas durch musst und da ganz viele Viecher sind, die du nicht bekämpfen möchtest, aber.
So ein Pilz machen wir ja nicht. Hier haben wir noch eine Seaform Grenade. Eine Seeschaumgranate. Genau, eine Seeschaumgranate. Oh, Munition. Wir haben noch besser als Lockmelter. Drei Ladungen. Verschärft. Krass. Hi. Oh, gibst du mir da eine von? Na klar. Oh, Glowsticks. Bisschen später. Hier. Ich habe Munitionverteilung gehört. Hey, du hast eine Ladung bekommen. Ja, danke. Hey. Du möchtest doch eine Ladung? Ja. Wo willst du die Ladung hinhaben? In die Tasche, bitte. Da. Okay. Das war die Tasche. Schön. Na toll, jetzt habe ich sie alle in meiner Hose. Das ist das Terminal, wo wir alle dann stehen müssen, oder? Ja, das ist es. Ich gucke trotzdem noch ganz kurz, ob hier unten noch irgendwo ein Schrank oder Tool oder sonst irgendwas ist. Natürlich, guck mal. Ja. Ist aber nicht. Wo ist denn das Terminal? Hier, wo ich stehe. Badezimmerwand. Hoi. Hi. Guck doch mal da rein. Das hat er beim letzten Mal schon. Lass mal dabei alles zu spielen. Ihr habt das letzte Mal schon mich verarscht. Also, so weit sind wir schon beim letzten Mal gekommen. Da hat er nach dem Terminal gesucht. Zeit. Ja, und ich hab's selber gepinkt. Das hat ja funktioniert. Das Ping Local Host. Und nachdem er jetzt weiß, dass hier keine Gegner mehr kommen. Nehme ich mal die Abkürzung. Bleib ich doch das vorhängen. Ich weiß noch, bei den ersten 15.000 Mal, wie ich mich nicht zurechtgefunden habe. Ah, die U-Bahn kommt. Tschu-tschu. Tschu-tschu. Genau. Hui. Licht aus. Oh.